Folge 102. Eine selbstgebaute Beute. Zandermaß. Wo der B-Space nicht wirklich stimmt. Honigraum über Absperrgitter. Mittelwände mit einem Kern ausgebauter Waben. Ja. Wurde Pollen und Nektar eingetragen. Schön. Hier wird jetzt von mir ein Baurähmchen gegeben. Stimmt der B-Space nicht? Dieses Gummiding auf dem Rähmchen ist auch nicht das Beste. Aber da ich das so übernommen habe, führe ich das jetzt einfach so. Und ein Brut mit Pollen und ein Honigkranz. Ob man was sieht, ich zoome euch ran. Die Futterwabe entnehme ich jetzt. Weil wir Nektar haben und ich den Platz brauche für die Drohnenwabe.
Brut drauf. Der Seite leider auch. Es wird nicht die Randwabe. Beiselnäpfchen nicht bestiftet. Larven, Stifte, verdeckelte Brut, auslaufende Brut, Honigkranz, alles da. Auf der Seite wieder Spielnäpfle, zwei Stück. Das wird jetzt unschön. Unterbau, Drohnenwaben, Drohnen, Zellen, oder? Jupp. Das lasse ich dran. Okay, eigentlich ein ganz schönes Brutfeld. Weg. Schauen wir mal hier. Das sind verdeckelte Drohnen. Deswegen schneide ich das aus. Das ist gleich die Varroa-Behandlung. Schlecht, weil ich eine Randwabe brauche. Futter, Pollen, Unterbau. Das mache ich jetzt auch weg. So. Da unten liegt noch was.
Futterpollen, Futterpollen. Will ich eigentlich nicht raus. Wobei oben haben wir. Ja, dann kommt das raus. Oder? Da war ja Brut. Auf der Seite auch. Ja. Ne, dann wird das alles wieder zurückgeschoben und an 10. Stelle kommt ein Baurahmen. Punkt. Dann können die Bienen sich selber aussuchen, was sie brauchen. Und gut ist. So. Gut. Wird nun mal ein bisschen enger geschoben. So. So. Entferne ich ein bisschen das Wachs hier, dass ich es besser auflegen kann. So. Und dann kann der Honigraum drauf. Folie drauf. Deckel drauf. Steine drauf, fertig.